Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Musik bzw. Videos in iTunes getrennt verwalten könnt, also dass nicht beide Sachen in der Hauptdatenbank liegen. Primär ist es ja so, dass iTunes seine Musik selber verwaltet, das heißt, ihr schiebt eine CD rein, ihr kopiert Musik direkt in iTunes rein und iTunes speichert das am angegebenen Ort. Eben, das findet man hier bei den Einstellungen, hier unter Erweitert. Und hier ist der Speicherort für iTunes Media. Normalerweise ist der Benutzer Musik und dann ist es so, ich habe es woanders liegen, ich habe es in meinem Laufwerk liegen, also in meinem Verzeichnis liegen, wo jeder drauf zugreifen kann. Aber das ist wurscht, wo ihr es habt. Auf jeden Fall ist es praktisch, iTunes kümmert sich selber um die Struktur, man braucht sich genau um nichts kümmern. Und das ist das Praktische, denn man hat einfach dann alles hier, klickt hier drauf und es ist alles entsprechend sortiert, wie man es haben will. Im Normalfall ist es auch kein Problem, denn Musik selber ist nicht besonders groß. Wenn man dann viele Videos hat, ich habe zum Beispiel meine ganzen DVDs und Blu-rays digitalisiert, dann wiederum kann es ein bisschen eng werden auf der Hauptfestplatte. Und die ideale Lösung ist natürlich, dass man die Videos auf eine externe Platte legt. Und wie ihr das dann trotzdem mit iTunes verknüpft, ohne dass die Videos in die Datenbank kopiert werden, ja, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, primär wird immer alles, was man nimmt, und reinschiebt in die iTunes-Datenbank, kopiert auf dem Hauptlaufwerk. Ich habe Videos auf einer externen Platte liegen, hier Videos für iTunes und hier sind die ganzen Videos drinnen und man sieht hier schon von der Größe, ich sortiere es einmal, da, also so ein Video hat schon eine ordentliche Größe von 7 GB bis hin zu, ja, runter bis sie halt klein sind. Um jetzt so ein Video nach iTunes zu schieben, brauche ich das Video nur anzuklicken, zu nehmen, zu halten. Drücke die Alternativtaste, die Alt-Taste und schiebe es dann auf iTunes rüber und lasse bei gedrückter Alt-Taste los. Dann wird iTunes gesagt, nimm diesen Film in die Datenbank auf, aber nur die Verknüpfung. Also iTunes kopiert jetzt nicht das Video hinüber, so wie es normal üblich ist, wenn man es normal rüberschiebt, sondern nur die Information. Dieser Film liegt dort und da. Wenn ich es jetzt normal rüberschieben würde, dann seht ihr, dass hier das kleine Plus erscheint. Das heißt, er würde jetzt das Video in die Datenbank kopieren. Drücke ich die Alternativtaste, die Alt-Taste, dann wird nur der Link hineinkopiert. Das könnt ihr natürlich mit allen Daten machen, wenn ihr sagt, ihr wollt überhaupt die ganze Musik auf der externen Festplatte haben. So, jetzt habe ich zu wenig lange gedrückt, das kopiert das natürlich gerade. Das breche ich jetzt ab. Also wenn ihr die gesamte Musikdatenbank, die auf einer externen Platte habt, in iTunes importieren wird, ohne dass sie rüber kopiert wird, könnt ihr, wie gesagt, das einfach so machen. Wenn ihr CDs importiert allerdings, dann wird es immer in die Datenbank gespeichert. Das müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, dass man da kein Durcheinander bekommt. Ich habe es eben so gelöst, Musik, Hauptdatenbank, Videos, externe Festplatte. Wenn ihr jetzt in iTunes wissen wollt, ja, wo ist die Datei jetzt eigentlich, habe ich die jetzt kopiert oder nicht, dann klickt ihr einfach mal irgendein Video an, ich nehme mal dieses hier, und drückt Command-I, beziehungsweise drückt mit der rechten Maustaste drauf und geht dann auf Informationen. Ich arbeite sehr gerne mit Tastenkürzel, also Command-I. Und dann seht ihr bei der Übersicht den Ort. Hier seht ihr Laufwerke, Volumes, HD2, Card Videos, Videos für iTunes, Planet Erde. Da ist die Datei. Dann wisst ihr, aha, die liegt auf einer externen Festplatte, ist nur verlinkt. Ja, und so kann man seine ganze Musik eben verwalten oder auch die Videos. Ich mache es eben so, Videos Hauptdatenbank, Filme externe Datenbank. Ich hoffe, der Tipp hat euch ein bisschen geholfen. Würde mich über Feedback freuen. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.